Schön, dass wir wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht es mal ran, dass wir einen schönen Luxushelikopter für unser Hochhaus natürlich noch bauen. Die Heli-Plattform ist da, von daher würde ich sagen, Heli, der muss jetzt einfach mal sein, der muss immer anfliegen. Von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's! Um mit unserem Helikopter zu beginnen, holen wir uns ganz einfach erstmal ein paar glatte rote Sandsteinstufen raus. Davon nochmal die Treppen. Dann ein bisschen glatten Quarz ist dabei, ein paar Blöcke, Treppen und Stufen. Dann holen wir uns noch ein paar schicke Eisenblöcke. Und als Glas für unseren Helikopter empfehle ich dieses Mal die schwarzen Glasblöcke plus natürlich die passenden Glasscheiben dazu. Und als Räder empfehle ich mal einfach Schleifsteine heute. Vorab, wo wir beginnen, wir arbeiten auch mit glatten roten Sandsteinstufen als Blöcke. Das hat die Folge, weil ihr seht ja hier ganz gut, das hier ist ein Block, ne, roter Sandsteinblock, und das hier sind Stufen. Und zwar Stufen, wenn man die als Block macht, sind die ein bisschen dunkler und ich finde das ganz schick. Von daher empfehle ich euch einfach mal, die Blöcke mit Stufen euch darzustellen. Ihr könnt aber auch gerne Blöcke nehmen, ist einfacher, aber dann habt ihr ein bisschen anderen Farbkontrast. Ihr seht es ganz gut hier, der ist ein bisschen heller als die Stufen halt. Na gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Also, wir nehmen jetzt erstmal entweder 8 Stufenblöcke oder 8 Blöcke an sich, um unser erstmal Grundmaß zu haben von unserem Helikopter. Nachdem wir die 8 Blöcke haben, geht es erstmal mit unseren, würde ich mal sagen, Stufen weiter. Und zwar suchen wir uns jetzt die Vorderseite aus. Bei mir ist die Vorderseite hier. Das heißt, ich platziere mir jetzt bei unseren 8er hier vorne einfach mal 2 Stufen ran. Danach kommen hier einfach ganz normale Treppen nach hinten. Das machen wir auf beiden Seiten so. Also vorne 2 Stufen, hinten die Treppen. Auf der Rückseite von unserem Heli machen wir auch gleich hier weitere Treppen einmal hin. Auf der Vorderseite setzen wir dann einfach eine normale umgedrehte Treppe dahin. Danach fliegen wir einmal auf die Rückseite, schnappen unsere Stufen und fangen jetzt hier bei unserer vorletzten Treppe hinten einmal an, dass wir uns hier insgesamt 3 Blöcke einmal drauf platzieren. 1, 2 und dann den dritten einmal nach vorne gesetzt. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Also vorletzte Treppe hinten, 1 Block, 2 Blöcke, 3 Blöcke. Und wir machen das wieder mit den Stufen, damit der Farbkontrast gleich bleibt zu den Treppen. Weil würdet ihr einen Block nehmen, würdet ihr sofort sehen, der ist ein bisschen heller. Bevor es jetzt weitergeht, gehen wir jetzt einmal zu unseren Quarzblöcken und Treppen. Wir fangen erstmal mit den Treppen an. Und zwar vorne an der Spitze setzen wir jeweils hier 3 Treppen einmal hin. Hinter jeweils immer den Treppen setzen wir immer einen Block. Da können wir ruhig die Lücke hier einmal aushöhlen. Das können wir ruhig machen. Dann lassen wir einen Block frei. Machen hier so einen Zweier einmal hin. Auf der anderen Seite auch. Einen Block freilassen und den Zweier hin. Dann lassen wir wieder 2 Blöcke Platz und setzen hier einfach noch einen weiteren Block einmal hin. Auf der Rückseite können wir einmal so einen Dreier von unseren Quarzblöcken hinsetzen. In der Mitte setzen wir einen und oben setzen wir noch 2 weitere Quarzblöcke ran. Danach kommen wir wieder zu unseren roten Sandsteintreppen. Die können wir jetzt hier an unsere Quarzblöcke mal setzen. In der Mitte setze ich dann nochmal eine Quarztreppe. Dann würde ich sagen, setzen wir noch 2 weitere Quarztreppen hier vorne einmal dran und darauf hier einfach mal 2 Stufen. So, dann geht es erstmal weiter, dass wir unsere Helikoptertüren uns einmal reinsetzen. Nehmen wir unsere Eisenblöcke und platzieren die hier auf den freien Flächen an den Seiten, insgesamt 3 Stück. Sobald wir das haben, kommen wir jetzt zum Hinterteil von unserem Helikopter. Da nehmen wir jetzt mal unsere glatte Quarztreppe, tauschen mal diesen letzten Block mal durch eine Quarztreppe aus. Auf dieser Treppe können wir insgesamt 1, 2, 3 weitere Stufen setzen. Darunter setzen wir nochmal das gleiche Spiel mit unseren roten Sandsteinstufen, also dann 1, 2, 3. Dann können wir hier beim Übergang einmal eine Treppe setzen. Dahinter einen roten Sandsteinblock oder Treppe, oder Stufen meine ich, ist immer besser. Darunter könnt ihr dann hier nochmal eine Treppe setzen. Und obendrauf würde ich nochmal eine Stufe mir platzieren. Danach würde ich mal jetzt hier oben drauf, bevor wir jetzt das Dach machen, nochmal hier 2 weitere rote Sandsteinstufen uns platzieren. Und bei den Stufen bleiben wir. Lassen jetzt aber mal, würde ich mal sagen, die roten Sandsteinblöcke mal in Ruhe und setzen davor aber insgesamt 1, 2, 3, 4 weitere Stufen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Hier auch 4 weitere Stufen hin. In der Mitte können wir, sage ich mal, unsere Quarzblöcke einmal hier komplett langziehen. Würde ich schon fast sagen 1 zu 4. Den ersten schlagen wir hier mal weg und tauschen den mal durch eine Treppe aus. Dann kommen wir mal zu unseren Stufen und suchen mal hier so ein bisschen die Mitte, sodass wir hier vorne einen Block haben. Stufe, Block, Stufe, Block. Man könnte auch noch, wenn man möchte, sich gerne den letzten Block hier nochmal durch eine Treppe austauschen. Das kann man immer machen. Er verleiht hinten ein bisschen so mehr eine Abrundung. So, danach unser Helikopter natürlich noch ein bisschen Gestalt annimmt, setzen wir gleich mal die Glasscheiben wie Blöcke einmal rein. Da kannst du natürlich nehmen, was du möchtest. Ich nehme jetzt einfach mal Glasblöcke hier an den Seiten. Dann platziere ich mir hier vorne nochmal 3 weitere Glasblöcke. Um das ein bisschen abzurunden, setze ich dann hier an den Seiten einfach ein paar Glasscheiben hin. So, jetzt würde ich sagen, ist es Zeit, unseren Helikopter auch noch ein paar Räder zu verpassen. 2 Hinterräder würde ich mir jetzt einfach mal unter diesen einen Quarzblock mir mal so
einfach mal setzen. Da kann man die einfach natürlich so setzen, dass die nach vorne gehen. Und ganz vorne würde ich sagen, machen wir, ja, ich würde mal sagen, gleich hier nach dem ersten Block hier, zack, dass wir hier das erste Rädchen hinsetzen, ne? Das hat hier auch, sage ich mal, noch hier, bevor diese dicke Buchtung kommt, ne? Jetzt können wir das hier gut reinsetzen. Jetzt wird Zeit für wieder ein paar neuere Blöcke. Zuerst holen wir uns mal ein paar Knöpfe raus. Ich empfehle mal schwarze Knöpfe. Als unseren Motor für unseren Helikopter holen wir uns einfach ein paar Schmelzöfen raus. Kannst auch jede andere Art nehmen, die dir gefällt immer als Motor, aber ich finde die ganz passend. Dann holen wir uns ein paar Steinziegelmauern raus. Ein paar weiße Glasscheiben empfehle ich heute. Dann holen wir uns ein paar Eisenfalltüren raus und weißer Teppich. Zuallererst würde ich sagen, verbauen wir mal das Einfache. Das sind einmal unsere Knöpfe, die würde ich gerne als Türknaufe nehmen bei unserem Helikopter. Da setzen wir die natürlich hier einmal vorne beim einen Block natürlich hin. Und hier hinten würde ich die einmal hinten setzen. Ist ein bisschen logischer, denn die Helikoptertür aufzumachen. Und noch einen weiteren Knopf würde ich mir hinten einmal hier ransetzen. Ja, einfach hinten ans Heck. So, danach nehmen wir mal unsere Schmelzöfen und wollen die mal als Motor platzieren. Wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier unsere zwei Blöcke von unseren Sandsteinen mal ja, freigelassen. Da kommt einfach der Motor hin. Danach nehmen wir mal unsere Steinziegelmauern. Die sollen natürlich für unseren Helikopter, sag ich mal hier, für die Rotorblätter sein. Einmal natürlich hier oben in der Mitte. Und hinten am Heck setzen wir auch nochmal einen weiteren ran. Da können wir auch gleich mal unsere Glasscheiben nehmen und hier, sag ich mal, hinten diesen Propeller ein bisschen ranmachen. Ja. Und das würde ich dann nochmal hier oben machen. Natürlich jetzt nicht mit den Glasscheiben, sondern dafür nehmen wir die Eisenfalltüren. So, und zwar möchte ich mir gerne in jede Richtung, das ist dann wie so ein, ja, wie so ein Pluszeichen, da muss man auch treffen können hier so ein bisschen. So, ein bisschen rumgepopelt, so. Also, dass wir diese Eisenfalltüren in eine Richtung machen. Und da würde ich einfach mal sagen, dass wir insgesamt in jede Richtung so um die 6 Eisenfalltüren gehen. Du kannst natürlich größere Rotorblätter machen, wenn du möchtest. Aber ich empfehle dir einfach mal so eine Länge von 6. Die reicht völlig aus. Können wir mal gucken. 1, 2, 3. Was habe ich jetzt hier? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. 6 Stück reichen aus und das können wir eigentlich in jede Richtung hier einfach mal machen. So, bei mir sieht das jetzt so aus. Also wie gesagt, in jede Richtung würde ich einfach mal 6 Eisenfalltüren gehen. Das reicht völlig aus, so von der Tragfläche her. Danach würde ich darauf überall... Oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Ah, ich habe Mist gebaut. Und zwar wollte ich das eigentlich so machen. Na gut, man kann es auch so lassen, wenn man möchte. Aber ich wollte es anders machen. Und zwar, na gut, jetzt könnte man hier theoretisch die Rotorblätter komplett hier mit Eisenfalltüren machen. Ja, das könnte man machen. Sieht ganz gut aus. Aber ich habe das hier so gemacht, dass ich mir die so platziert habe, dass ich darauf noch Teppich mehr setzen kann, weil ich das eigentlich noch schicker finde. Gut, man kann es so machen oder halt mit Teppich drauf. Da müssten wir dann natürlich, das ist hier ein bisschen schwieriger, so, müssten wir darunter jetzt natürlich überall noch ein paar weitere uns platzieren. Naja, da sehen wir auch mal beide Ansichten, wie man es sich halt machen könnte. So, so habe ich mir eigentlich gedacht, habe ich gerade nicht aufgepasst. Naja, ja, jedenfalls würde ich euch das so empfehlen, dass ihr die natürlich ein bisschen tiefer setzt, sodass ihr darauf noch Teppich euch platzieren könnt. Sieht ein bisschen schicker aus, finde ich. Man kann die Farbe natürlich auch ändern von den Rotorblättern dadurch, ne? Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Besonders, ihr könnt natürlich jetzt hier zwei Arten machen. Entweder nehmt ihr nur die Eisenfalltüren, wenn euch das gefällt, ne? Oder ihr macht euch die ein bisschen tiefer und dann nehmt ihr da Teppich drauf. Ne, geht auch. Tja, und das wäre dann schon unser Helikopter. Fertig ist er. Ja. Muss man sich nur hier entscheiden, wie man seine Rotorblätter hier oben machen will, aber ansonsten ist er fertig. So, den einen werde ich natürlich jetzt hier wieder wegreißen. Einer reicht mir hier oben. Ich finde das auch gar nicht mal so schlecht, wenn man den, sag ich mal, so macht, dass er ein Landeanflug ist oder er fliegt gerade weg. Das sieht immer besser aus, als wenn er einfach so stationär immer drauf befestigt wäre auf der Plattform, ne? Unser Helikopter ist jetzt fertig. Er fliegt in unserer Stadt jetzt herum. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich hoffe, du bist es auch. Und dann, ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns bestimmt zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.